Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier mit am Start Selfie-Tüten. Falls ihr Selfie noch nicht kennt, macht euch nichts draus. Ich kannte Selfie bis vor kurzem auch nicht. Das hier ist jetzt auch erstmal nur ein Selbstversuch, Leute. Ich möchte hier noch gar keine Werbung dafür machen. Wir gucken am Ende des Videos mal, inwiefern ich begeistert sein werde. Das wird jetzt nämlich noch ein paar Wochen dauern, bis ich tatsächlich mal ein Endfeedback gebe. Die Theorie hinter Selfie ist, dass man sich Tüten nach Hause bestellt und da dann seine Kleidung, die man nicht mehr tragen möchte, reinräumt. Einmal eine Tüte mit Recycling und einmal eine Tüte, die man gerne verkaufen würde. Dafür bestellt man sich tatsächlich die Tüten online. Man kriegt auch bei der ersten Bestellung nochmal einen Rabatt. Man zahlt dann quasi sozusagen die Tüten im Voraus. Dann sortiert man im besten Fall seine gesamten Klamotten aus, sortiert sie in zwei Tüten rein und schickt sie dann wieder zurück. Porto soll wohl auch übernommen werden, soweit ich gehört habe. Ich bin sehr gespannt, ob dann einfach irgendwie auf der Tüte so ein Porto-Aufkleber ist oder wie das genau funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Das, was dann mit den Klamotten passiert, liebe Leute, ist einmal, dass sie entweder recycelt werden, davon habt ihr dann noch keinen finanziellen Mehrwert, oder dass Selfie tatsächlich eure Kleidung so ein bisschen aufbereitet, diese dann nochmal in Pose setzt, Fotos macht und sie dann online zum Verkauf reinstellt für euch. Dass Selfie dann natürlich die ganze Arbeit für euch übernimmt, bekommt Selfie einen Teil und ihr bekommt ebenfalls einen Teil des Erlöses. Mit dem Geld der verkauften Klamotten könnt ihr dann wiederum entscheiden, okay, möchte ich mit einem Selfie-Rabatt quasi bei Selfie selber die Kleidung anderer shoppen secondhand oder möchte ich einfach nur das Geld haben? Ich fand das Konzept sehr, sehr gut, Leute. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich werde nie und nimmer irgendwie so eine richtig krasse Kleiderkreisel-Vinted-Verkäuferin werden. Mir fehlt schlicht und einfach die Zeit und auch die Motivation, um wirklich jedes einzelne Teil schön darzustellen, Fotos zu posten, einen Text zu schreiben, das Ganze dann noch zu verpacken, mit den ganzen Menschen hin und her zu schreiben, ihnen das zu schicken. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe dafür einfach keine Kapazitäten. Was ich aber schon habe, sind auf jeden Fall Kleidungsstücke, in denen ich mich nicht mehr wohlfühle, die auf jeden Fall zum einen recycelt werden können und die zum anderen auf jeden Fall andere Menschen nochmal erfreuen werden. Kleidungsstücke, die zu groß geworden sind, die zu klein geworden sind, die einfach schlicht und weg nicht mehr zu mir passen. Und deswegen dachte ich mir, es wird auf jeden Fall Zeit, mal Selfie auszuprobieren. Daher habe ich mir also vor kurzem ein paar Tüten bei Selfie bestellt. Diese sind jetzt angekommen. Die Tüten sollen wohl sehr, sehr groß sein und ich bin sehr gespannt, wie viel da wirklich reinpasst. Ich habe übrigens mehrere bestellt, mehr als zwei. Ich bin sehr übermotiviert, Leute. Okay, die sind auf jeden Fall groß. Okay, die sind sehr groß. Okay, vielleicht war ich etwas übermotiviert. Leute, ihr könntet mich in so eine Tüte stecken und transportieren. Wie groß ist diese Tüte bitte? Okay, da passt auf jeden Fall sehr viel rein. Und falls ihr euch jetzt wundern solltet, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das jetzt gesehen hat in den Aufnahmen, ich habe meinen Wärmegürtel gerade an, weil die Heizung bei mir ausgefallen ist, liebe Leute. Ratet, bei wem es schneit und bei wem es gerade keine Heizung gibt. Bei mir! 15 Grad in der Wohnung, das passt schon. Easy peasy. Deswegen habe ich auf jeden Fall hier gerade meinen Wärmegürtel am Start, weil es ist einfach super, super praktisch, gerade mit euch zu reden und trotzdem nicht unbedingt zu frieren und den Wärmegürtel einfach zu tragen. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich verlinke euch da oder da auf jeden Fall irgendwo nochmal in der Ecke mein Video zu dem Wärmegürtel. Aber wir machen erstmal weiter. Ah. Wieso sind die jetzt kleiner? Ah. Das ist hier für Recycling or Charity. Okay, die sind irgendwie kleiner, die Tüten. Ich muss mich nochmal schlau machen, ob man dann in die kleineren Tüten einzelne Sachen reinlegen soll oder wie das genau funktioniert. Wenn es soweit sein wird, sage ich euch auf jeden Fall nochmal Bescheid. Boah, ich habe halt wirklich gedacht, dass die Tüten nicht so groß sind. Okay, Leute, die Frage hat sich erledigt. Ich habe hier tatsächlich so Retour-Sticker bekommen und damit kann ich die dann ganz easy peasy einfach bei der Post abgeben und zurückschicken. Falls ihr gerade Lust bekommen habt, ein paar Sachen von euch loszuwerden, die euch nicht mehr so gefallen, bestellt auf jeden Fall die Tüten rechtzeitig. Bei mir hat es 10 Tage gedauert, bis sie angekommen sind, also es dauert auf jeden Fall schon so eine Woche oder eineinhalb. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, bestellt euch die Tüten rechtzeitig. Ich würde sagen, ich werde jetzt ein Riesenchaos in meiner Wohnung veranstalten. Ich werde jetzt die ganzen Tüten packen. Also nicht die ganzen, weil ganz ehrlich, Leute, ich habe mir zu viele Tüten bestellt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr werdet nicht so viele Tüten brauchen, glaube ich, weil die sind wirklich gigantisch groß. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese gigantisch großen Tüten packen gehen und ein bisschen aussortieren. Und dann sehen wir uns ja irgendwann in Zukunft wieder. Bis gleich. Welcome back, liebe Leute. Ich habe mich tatsächlich direkt dran gesetzt, habe jetzt erstmal alles gepackt, was ich irgendwie hatte so. Ihr dürft an dieser Stelle übrigens gerne in den Kommentaren abstimmen, was ihr glaubt, wie viele Tüten ich jetzt voll gemacht habe. Ich kann euch sagen, deutlich mehr als ich gedacht habe. An den kleinen Recycling-Tüten habe ich tatsächlich 4 Stück voll gemacht. Ich hätte eigentlich sogar noch eine Recycling-Tüte gebrauchen können. An den blauen großen Tüten habe ich tatsächlich von den 4, die ich hatte, 3 voll gemacht, Leute. Ich habe jetzt einfach nur noch eine einzige blaue Tüte. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das mindestens für 2-mal, also ja. Ich muss dazu sagen, ich habe halt auch so richtig fette Pullis oder so da reingepackt. Also es hat auf jeden Fall auch schon sehr viel Platz eingenommen. Und die Tüten sind auch wirklich groß, Leute. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe.
Ich werde auf jeden Fall morgen oder übermorgen die Tüten dann zur Post bringen. Ich hoffe, das funktioniert genauso problemlos, wie es klingt. Und dann, ja, heißt es erstmal warten. Sobald ich dann ein Update bekomme, die Sachen online sind und mir ein Update gegeben wird, von wegen so und so viele Sachen wurden verkauft, das und das wurde nicht verkauft und so weiter und so fort, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal updaten. Ja, und bis dahin würde ich sagen, tja, was sage ich euch, wenn wir uns gleich wiedersehen? Also wenn ihr mich quasi gleich wiederseht und wir dann plötzlich einfach so auf Schnipsen Frühling haben. Ganz komisch. Ich sag mal bis gleich. Ein kleines Update in Bezug auf die Tüten versenden, liebe Leute. Zum einen ist es auf jeden Fall ein Akt, die richtig, richtig vollen, vielen Tüten irgendwie von A nach B zu transportieren und loszuwerden. Das ist jetzt so die eine Sache, aber da kann ich auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Was mich aber irritiert hat und was vielleicht auch den einen oder anderen von euch irritieren könnte, ich habe jeweils 4 grüne und 4 blaue Tüten bekommen. Die grünen Tüten sind ja zum Recyceln da. Und man hat dann hier so Sticker bekommen, die man einfach auf die Tüten draufkleben sollte, Leute. Aber das Ding ist, mir ist aufgefallen, als ich schon vor Ort war übrigens, dass ich nur 4 Sticker habe, und zwar für die blauen Tüten. Ich habe nochmal nachgelesen, es steht nicht explizit drauf, aber man soll tatsächlich die Recycle-Tüten, glaube ich, einfach in die blauen Tüten mit reinstecken. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht so ganz gut durchdacht, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall mein erster Kritikpunkt, weil ich jetzt 4 von diesen grünen Tüten habe, weil sie nicht mehr in die anderen Tüten reingepasst haben. Das heißt, ich habe jetzt unnötig Plastik in dem Punkt, habe aber keine Sticker mehr, um sie irgendwie dann nochmal an Selfie weiter zu versenden. Und da muss man ja jetzt natürlich auch anmerken, ich kann das natürlich jetzt auch einfach so spenden oder auch einfach so in den Altkleidercontainer werfen. Wobei ich halt wirklich einfach die Idee hinter Selfie deutlich besser finde, dass man halt wirklich dann spendet auch die Kleidung oder halt recycelt. Aber gerade so alltagstauglich, ich bin mir nicht sicher, wer jetzt wirklich bereit ist, dann quasi um Klamotten loszuwerden, wo man dann sowieso nichts wirklich von hat. Also jetzt man selber natürlich, ganz egoistisch betrachtet. Dann noch irgendwie mehr Geld zu bezahlen für Porto, für jede einzelne dieser Tüten, damit sie irgendwann dort ankommt, wo sie hin soll. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ja, ich weiß, der Grundgedanke war einfach, die grüne Tüte in die blaue zu stecken. Aber wenn ich mir überlege, dass ich 4 von diesen Tüten habe, die ich super gerne spenden oder recyceln möchte, es ist halt auch einfach locker eine blaue Tüte voll, einfach nur mit Recycle-Zeug dann. Und ich hätte es halt wirklich gerne irgendwie mal auf der Seite gesehen, irgendwie angemerkt, von wegen, man muss die grünen Tüten in die blauen reinstecken, dass man das auch platztechnisch so ein bisschen koordiniert. Weil das Ding ist, ich habe die Tüten halt alle schon zugeklebt. Ich habe auch die blauen, die übrigens komplett voll waren, ja, die habe ich halt auch schon zugeklebt. Ja, und jetzt sind diese guten Teile übrig. Das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich die Tüten jetzt nicht extra zu Selfie schicken. Deswegen werde ich das, glaube ich, jetzt einfach auf normalem Wege spenden und oder recyceln. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht auch einfach in die Altkleidercontainer werfen. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Auf jeden Fall hätte ich das sehr, sehr, sehr gerne wirklich klipp und klar irgendwie gelesen, dass die grünen Tüten dafür bestimmt sind, dass man sie in die blauen reinstecken soll, um sie zu verschicken. Weil, ich weiß nicht, ich bin da ehrlich gesagt einfach nicht drauf gekommen, weil ich mir so dachte, ich möchte ja gerne das Maximum irgendwie rausholen aus diesen Tüten. Und wenn ich jetzt quasi so ein großes Volumen von einer grünen Tüte irgendwie jedes Mal in einer blauen Tüte verliere, in Anführungsstrichen. Das war für mich jetzt irgendwie, es war total unlogisch, weil es einfach nicht effizient ist, wisst ihr? Also dafür braucht man halt nicht unbedingt eine extra Plastiktüte zu verschicken. Da könnte man ja auch sagen, okay, ich möchte gerne irgendwie in einem Jutebeutel oder in einem Einkaufsbeutel oder so das alles nochmal extra in die blaue Tüte tun. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Leute, aber ich fand das irgendwie jetzt nicht so cool, muss ich sagen, mit den Recycle-Tüten. Nur, dass ihr das schon mal wisst als kleines Update. Aber jetzt heißt es sowieso abwarten. Ich bin sehr gespannt, ob und wie viel meine Sachen verkauft werden. Es ist ja auch immer so ein bisschen Glück und auch so ein bisschen saisonabhängig und deswegen, ich kann es wirklich gar nicht einschätzen, Leute. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich würde ja sagen, herzlich willkommen in diesem Video, aber ihr seid ja jetzt schon eine Weile in diesem Video, deswegen willkommen zurück. Im August, im Spätsommer. Ich hatte tatsächlich zum Glück nochmal 2 schöne sonnige Tage, weswegen ich jetzt auch so braun wirke. Hätte ich dieses Video vor 3 Tagen aufgenommen, Leute, ich schwöre euch, ich wäre so kalkbleich gewesen. Ich weiß nicht, wie bei euch jetzt gerade der Sommer war. Bei mir persönlich war er einfach nur krass sonnenarm. Aber egal, das ist gar nicht das Thema, liebe Leute. Kommen wir zum Fazit von Selfie. Nachdem jetzt tatsächlich von dem ersten Videoausschnitt, den ihr gesehen habt, bis heute 5 Monate vergangen sind, kann ich euch, glaube ich, jetzt tatsächlich ein abschließendes Fazit geben, meines ersten Eindrucks. Oh, ich habe noch was auf dem Hersteller, einen Moment. Oh. Selfie ähnelt sehr dem Prinzip von Kleiderkreisel, beziehungsweise heutzutage heißt es Vinted. Der große Unterschied ist zum einen, dass es deutlich unkomplizierter ist, dass man viel weniger Arbeit, viel weniger Aufwand damit verbunden hat, aber dass man natürlich dann auch einen Teil von dem Erlös abtritt. Kommen wir zu den knallharten Fakten meines Selbstexperimentes.
Ich habe insgesamt 14 Teile an Selpi verschickt mit der Intention, dass ich genau diese 14 Teile auch gerne verkaufen möchte. Von den 14 Teilen konnte ich tatsächlich 12 über Selpi erfolgreich verkaufen. Zwei Artikel bin ich nicht losgeworden und die hat Selpi dann automatisch gespendet, weswegen ich quasi ein bisschen Minus gemacht habe, aber dazu kommen wir gleich. Bei Selpi funktioniert das so, dass ihr quasi die Artikel einmal zu Selpi schickt, diese aufbereitet werden und diese dann natürlich dann in Form von Online-Anzeigen auf der Selpi-Seite publiziert werden. Für jede Publikation, quasi für jeden Artikel, der online gestellt wird, berechnet euch Selpi 1 Euro. Daher kommen nämlich auch die 2 Euro Minus, die ich gemacht habe, für die beiden Artikel, die leider nicht weggingen. Und wie viel Anteil bekommt man jetzt konkret vom Erlös, wenn Selpi ja so viel Arbeit für einen übernimmt? Man bekommt tatsächlich je nach Verkaufspreis zwischen 40% und 70% des Erlöses pro Artikel. Und natürlich nochmal diese minus 1 Euro pro Anzeige, die man auch nochmal mit einkalkulieren muss. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich konnte mir vor dem Selbstexperiment wirklich irgendwie kein Bild davon machen, ob es sich jetzt wirklich lohnt, über Selpi zu verkaufen oder ob man damit nur irgendwie gefühlt Minus macht. Um mir natürlich so wenig Arbeit wie möglich zu machen, habe ich auch genau die Preise, die von Selpi vorgeschlagen wurden, also euch werden quasi pro Artikel die Preise, die Selpi gerne dafür anbieten möchte, angezeigt und vorgeschlagen. Die habe ich tatsächlich alle genauso gelassen, wie von Selpi vorgeschlagen. Ich habe also gar nichts verändert. Was man natürlich auch nochmal mit einkalkulieren muss, ist, dass die Selpi-Tüte oder diese Taschen generell an sich pro Tüte 2,45 kosten. Die Recycling-Tüten kriegt man kostenlos dazu. Da habe ich euch aber gerade auch schon am Anfang des Videos gesagt, dass die gerade in der blauen Tüte natürlich krass viel Platz wegnehmen und ja, da muss man irgendwie abwägen, ob es sich überhaupt lohnt, dann quasi in den Recycle-Tüten nochmal das zu Spendende oder die Kleidung, die ihr gerne spenden möchtet, wirklich reinzutun oder ob ihr das lieber selbstständig von zu Hause aus macht. Ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem die volle Überweisung von Selpi auf mein Bankkonto bekommen. Es gäbe auch nochmal die Möglichkeit, quasi Selpi-Punkte zu sammeln, mit denen ihr dann quasi auch nochmal bezahlen könntet, wo man dann auch nochmal einen extra Rabatt kriegen würde. Aber ich sage euch, wie es ist, Leute, ich brauche ganz dringend das Geld, ich gehe nach Mexiko. Ich habe das Stipendium, wofür ich mich beworben habe, nicht bekommen. Das heißt, jeder Cent zählt gerade bei mir. Und ich habe mir dann einfach die volle Summe auszahlen lassen. Insgesamt habe ich für 12 Teile 48,70 Euro bekommen. Da waren die Anzeigepreise, also quasi 1 Euro pro Anzeige, schon mit einkalkuliert. Das heißt, der Erlös an sich war 48,70 Euro und wenn man jetzt von diesem Nettoerlös noch einmal quasi das Investment, also die Tüten von Anfang an abzieht, dann wären es 41,35 Euro. Wobei ich meine, ich habe da glaube ich irgendwie eine Tüte oder so umsonst bekommen, irgendeinen Rabatt gab es da auf jeden Fall. Das heißt, wir haben auf jeden Fall über 40 Euro plus gemacht. Und das tatsächlich mit relativ wenig Arbeit. Sachen packen, Sachen schicken, warten. Die Vorteile von Selpi liegen also auf der Hand. Es gibt kaum Aufwand für einen selber, es ist super easy und auf jeden Fall auch sehr effizient. Sachen weg und los. Auch wenn man sich das Geld nicht auszahlen lässt, sondern in Selpi-Guthaben einlöst, hat man auf jeden Fall einen finanziellen Vorteil. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Nicht jede Tüte hat ein Etikett mitbekommen. Gerade das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte mir tatsächlich sehr gerne für die Recycle-Tüten auch nochmal extra Etiketten gewünscht. Dann hat man natürlich auch einen geringen Verlust am Erlös, weil natürlich Selpi ja auch einen Teil mit einbehält. Was ja auch super logisch ist für die ganzen Arbeiten und auch für den gesamten Aufwand, der dahinter steckt. Ein weiterer Nachteil wäre dann potenziell natürlich, dass man auf Kleiderkreisel bzw. Vinted mehr Geld bekommt für die Kleidung an sich. Aber damit ist halt auch, wie gesagt, deutlich mehr Arbeit verbunden. Selpi ist also eine Art Secondhand-Shop, der super unkompliziert ist, bei dem man quasi einfach die Sachen kurz zusammenpackt und direkt wegschickt und der Rest wird einfach so für einen erledigt. Dafür wird natürlich, wie gerade schon erwähnt, Provision genommen. Finde ich jetzt das Selpi-Konzept also gut oder schlecht? Und ist die Provision gerechtfertigt? War ich zufrieden? Natürlich verliert man einen Teil des Erlöses, den man potenziell hätte haben können, wenn man die Teile alle einzeln selber fotografiert, selber reinstellt online und dann natürlich auch nochmal mit den potenziellen Kunden hin und her schreibt und sich dann noch um den Verkauf kümmert. Ja, potenziell könnte man hier auf jeden Fall ein paar Euro einsparen, wenn man es selber macht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, es wäre mir den Zeitaufwand nicht wert. Es wäre mir den gesamten Aufwand einfach nicht wert. Beziehungsweise, ich möchte gar nicht sagen, der Aufwand ist es mir nicht wert. Es ist vielmehr, dass ich jetzt gerade so zeitlich limitiert bin, dass ich gerade einfach die Zeit nicht habe. Und in solchen Fällen finde ich Selpi tatsächlich unfassbar praktisch. Es ist super easy, man kann Sachen spenden. Man schickt einmal quasi den ganzen Haufen, den man gerne secondhand irgendwie weiterverkaufen möchte, an Selpi. Und danach ist man sozusagen frei von den ganzen Aufgaben, von der Verantwortung, von dem Hin- und Herschreiben, vom Versenden der weiteren Artikel und so weiter und so fort. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, tatsächlich nicht selber aktiv etwas über Vinted verkaufen. Ich bin mehr so der Typ, der über Vinted einkauft, aber selber Anzeigen erstellen, da was zu schreiben, Fotos machen, hin und her schreiben, zur Post gehen, mir dann noch irgendwie über den Versand Gedanken machen. Das ist mir viel zu viel Aufwand, um ein einzelnes Kleidungsstück am Ende des Tages loszuwerden. Also da denke ich mir lieber,
okay, Selby, ich gönne dir auf jeden Fall einen Erlös. Ich finde die Seite nämlich mega, mega cool. Ich finde auch, der Aufwand, den die Leute betreiben, sollte entlohnt werden. Und am Ende des Tages habe ich so oder so ein paar Euro mehr in der Tasche. Und mit Selby habe ich das halt definitiv deutlich zeiteffizienter. Wie ihr schon heraushören könntet, ich finde, Selby ist eine super, super coole Alternative zu Vinted. Gerade für Leute, die so ähnlich ticken wie ich, die da entweder nicht so viel Zeit investieren wollen oder die halt schlicht und weg einfach keine Zeit haben, da ist Selby einfach wirklich eine super Alternative, Leute. Also, ich muss wirklich sagen, ich werde definitiv, ich habe übrigens noch eine Tüte hier, ich werde also definitiv Selby treu bleiben. Ich finde, es ist super, super unkompliziert. Ich finde das ganze System dahinter super, super cool. Gerade auch im Hinblick der Nachhaltigkeit, finde ich, ist Selby eine super coole Alternative zu Vinted oder auch zu Flohmärkten, wenn man da halt einfach keine Zeit oder keine Nerven zu hat. Jetzt würde mich natürlich sehr eure Meinung interessieren. Habt ihr Selby schon mal ausprobiert? Und habt ihr da auch so positive Erfahrungen mitgemacht? Schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir aber auch sehr gerne, wenn ihr eher so der Vinted-Typ seid. Mich interessiert das auf jeden Fall sehr. Falls ihr jetzt weder ein Selby noch ein Vinted-Typ seid, aber gerne mal Secondhand ausprobieren möchtet, ich kann euch tatsächlich beide Plattformen sehr empfehlen. Was aber auch super, super cool ist, Leute, ich persönlich in meinem Freundeskreis und in meinem Familienkreis, wir haben sozusagen einen eigenen Kleiderkreisel. Wir haben unser eigenes Vinted, weil wir alle ähnliche Größen haben und wir tauschen unsere Klamotten halt einfach immer wieder untereinander aus. Falls ihr also Freunde und Familie habt, die zufällig dieselbe Kleidergröße tragen, Leute, sprecht sie doch mal drauf an. Vielleicht sind die ja interessiert an Kleidertausch. Das war's schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir also sehr gerne einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lasst mir sehr gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und bis bald!